herzlich willkommen zurück bei Crash Academy mit einem weiteren Showcase. Und zwar schauen wir uns heute mal die gesamte Frachtmechanik an von Star Citizen. Und natürlich ist die auch schon sehr, sehr komplex geworden. Ganz vorweg nochmal, die Standardeinheit, die wir jetzt haben für Fracht, ist die SCU-Einheit Standard Cargo Unit. Die gibt es so seit letztem Frühling oder seit letztem April wohl die eingeführt. Da entspricht eine SCU ungefähr 1,95 Kubikmetern. Richtig. Kubikmetern. Also prinzipiell ist das halt quasi ein Kasten, einen Meter breit, einen Meter hoch, zwei Meter lang. So, und natürlich geht halt durch die Wände halt ein bisschen was ab. Dadurch hast du, wenn du halt eine SCU im Laderaum hast, hast du 1,95 Kubikmeter wirklich dann halt Nettoladung, wenn man so möchte. Und der Transport an sich und die Interaktion mit Gegenständen soll eine ganz besondere Rolle haben in Star Citizen und auch sehr, sehr wichtig sein. Auch Transport von Gütern spielt eine große Rolle. Man soll in der Lage sein, Transportimperien aufzubauen, am Schwarzmarkt zu handeln. Also tatsächlich soll es in diesem MMO ganz viel um den Warentransport gehen. Und dabei ist auch ganz wichtig zu sagen, es geht nicht darum, über Menüs das Ganze zu verwalten. Das heißt, man macht keinen Knopfdruck und dann ist der Laderaum voll oder leer, sondern die Interaktion mit den Gegenständen und das Beladen der Schiffe, das Verwalten des Frachtraums, wird tatsächlich eine Entsprechung haben. Genau, sonst kommt ja auch keine Spannung auf dem Schwarzmarkt. Ja, wenn ich einfach hingehe und sage so, zack, alle, zack, voll, los, wieder weg. Das soll es halt eben nicht sein, sondern es geht wirklich darum, halt das Zeug halt physisch durch die Gegend zu bewegen. Und da gibt es halt verschiedene Größenkategorien. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, kleinere Container zu größeren Frachtobjekten zusammenzufassen. Und ja, dementsprechend fangen wir doch einfach mal direkt an, halt so mit den fünf Objektklassen, die es da gibt. Und zwar ist die erste Klasse halt so die Spieler zu Objekt halt eben bedeutet. Das bedeutet halt eben so die kleinstmöglichen Objekte, die der Spieler halt eben mit bloßen Händen beeinflussen kann. Er kann sie halt eben aufheben und mit ein oder zwei Händen manipulieren oder halt eben halten. Das sind halt so Sachen wie Waffen oder Blumentöpfe oder Katzen oder was auch immer. Ja, oder Objekte, die man auch umschmeißen kann. Also man weiß, mit menschlicher quasi Kraft ist es noch möglich, das Ding zu bewegen. Und die Objekte der zweiten Kategorie oder zweiten Klasse sind alle Objekte, die so massiv sind, dass man sie halt nicht mehr alleine bewegen kann, und dafür braucht man dann Ingame-Werkzeuge. Das kann eine Antigrav-Plattform sein, das kann eine Drohne sein, das kann quasi ein Kran sein. Also alle Objekte, die dann so groß sind, dass man dafür Hilfsmittel braucht, das sind dann quasi diese zweite Kategorie. Genau, also man sollte sich immer halt überlegen, wenn ich halt das Zeug halt nicht mehr selber halt ausladen kann, halt die Ameise sollte man dabei haben oder halt etwas Ähnliches halt so. Oder so Projektorstrahlpistole vielleicht. Zum Beispiel, ja, dass man halt so den ganzen Kram da halt noch irgendwie bequem raustransportieren kann. Die dritte Kategorie sind Spieler zu Container. Und Container sind dann halt schon noch ein gutes Stück größer. Die Standardcontainer sind 2x2x3 Meter. So, das sind also schon so richtig große. Also gut, jetzt halt nicht unbedingt halt bei allen, also ist da übermannshoch, kann man schon sagen. Und da gibt es zwei Kategorien von. Da gibt es einmal die Container, die man als Kiste bezeichnen würde, wo Einzelobjekte reingelagert werden. Das heißt, da kann man dann halt wirklich auf die eine Seite kann man dann halt Pflanzen reinstellen, ein Tier in die Mitte und ein paar Waffen auf die andere Seite, einen Raumanzug reinschmeißen. Das ist einmal die Kiste sozusagen. Und das andere wäre ein Tank. Tank heißt jetzt in dem Sinne hier, dass alle Objekte, die da reinkommen, das sind dann Rohstoffe wie Erz, Altmetall, Gas, Flüssigkeiten. Alles das, wo man nicht direkt mit interagieren muss, was man nicht in die Hand direkt nimmt, sondern was sozusagen in der Masse gelagert wird, kommt in sogenannte Tanks. Bin gespannt, ob man diese Tanks auch kaputt machen oder umkippen kann. Aber ich glaube, Sinn und Zweck ist halt eben, dass alles, was man meint, halt dann irgendwie nur in Tanks existieren kann, in verschiedenen Füllständen. Und dass dann da halt nicht feingranular das ganze Erz durch die Gegend fliegt. Aber wenn wir mal sehen, alles spekulativ. Naja, bisher. Vor allem, was passiert, wenn die Gravitation ausfällt und dann wird so ein Container geöffnet und dann diese ganzen kleinen Partikel. Ich weiß halt nicht, ob das noch möglich ist zu berechnen. Partikeleffekte. Doch, ist sogar ein relativ klassisches Problem halt so. Kann eigentlich jede Grafikkarte in Echtzeit, aber natürlich nur in begrenzter Menge und in begrenzter Genauigkeit. Aber darum soll es nicht gehen, sondern wir kommen auch direkt zur nächsten Kategorie. Was kommt nach Container? Natürlich die Palette. So, eine Palette ist dann quasi halt eine Plattform sozusagen oder eine Zusammenfassung mehrerer Container zu einer einzelnen großen Entität. Also man dockt die Dinger zusammen, das sind dann halt keine Ahnung, 3x4, 3x5. Oder so riesige, es können sogar angeblich auch riesige Staffelagen sein, wo ganz viele Container aneinander gesteckt werden und die werden dann komplett in die Hall I reingeschoben. Man weiß, man muss dann halt diese 10, 20 Container halt loswerden bei dem und dem Stopp und dann werden die direkt abgekoppelt und halt weggezogen von großen Frachthilfen oder Drohnen, die das dann wegschleppen. Gegenüber jetzt so bei den Containern, es gibt halt auch Container, die einzeln halt Gravitationsfelder besitzen, um die zu bewegen, aber Paletten können halt auch dann insgesamt bewegt werden.
Genau. Allerdings dazu ist noch wichtig zu sagen, wie wir das jetzt verstanden haben, wie man es aus dem Text rauslesen kann, halt wie das Spiel designt sein soll, dass es Container mit und wohl auch ohne diese Antigrav-Komponente gibt. Also halt jeder Container soll prinzipiell einen Slot haben, wo ich diese Komponente reinstecken kann, wenn wir das jetzt richtig verstanden haben. Das wird natürlich dann Unterschied im Preis dieser Container ausmachen, weil für die einen brauche ich halt dann irgendwie eine Ameise, dass ich die Dinger durch die Gegend schiebe, die anderen kann ich einfach so bewegen. More convenient, aber halt vermutlich auch teurer, wäre halt absolut halt zu glauben, dass sie sich halt sowas einfallen lassen, aber das ist Spekulation. Es gibt sogar Konzeptgrafiken mit Containern, die Thruster tragen. Da würde man jetzt denken, okay, die sind anscheinend für den Zero-G, also oder für den Weltraum gedacht. Also soll da eine Vielfalt von Containern geben, die werden auch Geld kosten. Mhm. Und diese Container wird man wahrscheinlich dann auch wieder mit anderen Leuten tauschen, weil sie zu viel wert sind, schätze ich jetzt mal. Ja gut, aber ist ja absolut naheliegend. Ich meine, das kleine Mining-Schiff, was wir halt damals halt so noch den Verkauf gemacht hatten, das schmeißt ja halt eben auch so Container in Zero-G ab und haut dann wieder ab und meint weiter. Die Dinger muss ich ja irgendwie vernünftig oder effizient bewegen können. Wenn ich keinen Traktorstrahl habe, muss ich ja da irgendwie ran EVN die Dinger halt irgendwie durch die Gegend schieben können. Bei der Prospector sind es dann zum Beispiel Falttanks. Ja. Da ist es wieder Rohstoff, der quasi in Masse reingepumpt wird und dann halt weggebracht wird. Das wäre halt eben so ein ganz klarer Kandidat halt eben für Thruster am Container. Aber genug gequatscht, da gibt es jetzt natürlich halt noch eine ganz, ganz essentielle Kategorie und das wäre der Laderaum, weil halt so irgendwo muss ich den Quatsch hereinstellen. Und um den Laderaum zu bedienen, wird es halt eben eine App fürs Mobiglas geben oder halt einzelne Fracht-Control-Panels, die halt im Schiff verbaut sind. Sieht man auch jetzt schon so, glaube ich, bei der Starfarer gibt es oben auf dieser Reling so ein großes Panel, wo man in den Laderaum runterschaut. Da könnte ich mir vorstellen, dass man da später halt die Fracht mit überwacht. Ja, so wie halt auf der Starfarer draußen, halt auf der Gangway, da habe ich ja auch halt eben Bedienpanels, womit ich dann halt eben so die Füllstelle der Tanks überwachen kann. So in dem Dreh wird es sich dann halt eben abspielen. Und genau, dann kommen wir einfach mal zum nächsten Thema und zwar den Grabby Hands oder den grabschigen Händen, wie auch immer man das jetzt übersetzen möchte. Ist auch ein total komplexes System schon wieder geworden. Es soll halt so sein, dass man tatsächlich Objekte einfach aufheben kann, indem man sie anguckt, dann sozusagen die Use-Funktion benutzt, dann hebst du das Objekt auf, dann kannst du es fallen lassen oder aber du kannst es dann aber auch in einem präzisen Platzierungsmodus in die richtige Ausrichtung bringen und dann gezielt hinstellen. Das heißt, die Interaktion mit so Einzelobjekten, mit so kleinen Einzelobjekten soll sehr präzise geschehen und das geht dann sogar so weit, dass man zum Beispiel Münzen in der Hand werfen können soll, wieder auffangen und tatsächlich ist dann nicht eine durchgehend ablaufende Animation, sondern man kann halt sozusagen hochwerfen, auffangen. Wenn man das Auffangen verpasst, dann soll es auch runterfallen. Ja, das sollte man vielleicht besser nicht mit Granaten machen oder gerade genau mit Granaten. Jedenfalls ist es halt auch so, dass man halt genau mit diesen Grabby Hands dann halt, der eine sagt dekorieren, der andere sagt halt eben Unordnung stiften in seinem Quartier, auf seinem Regal, in seiner Freelancer, wo auch immer. So gestaltet sich das Ganze dann. Aber es ist eigentlich von dem Plan her ein sehr haptisches System, weil ich kann Objekte auch einfach aufheben, auch wenn es jetzt eine Waffe ist oder eine Taschenlampe. Ich kann sie aufheben, betrachten, ohne sie als das Objekt zu benutzen, was es eigentlich darstellt. Ich muss das Objekt erstmal aktivieren und zu dem Gegenstand wieder Waffe machen in der Hand sozusagen und sagen, okay, diese Waffe benutze ich als Waffe. Ich kann eine Waffe auch aufheben und die einfach irgendwo hinlegen, ohne sie wirklich sozusagen zu ziehen, ohne die Waffe anzulegen. Und dann haben wir die nächste Kategorie. Jetzt kommen wir natürlich nochmal zu den Frachtcontainern oder zur Fracht im Allgemeinen, weil da gibt es tatsächlich auch eine ganze Masse von Bedingungen. Mhm. Jeder Container wird mit zwei Werten erfasst, und zwar halt so den Standard Cargo Units und der Slots, die enthalten sind, in denen ich Gegenstände halt lassen kann. Prinzipiell ist es halt so, dass jeder Slot 0,25 Kubikmeter darstellt. Und jetzt irgendwie geht mir bitte nicht halt auf die Nerven, halt, sodass das halt eben mit den 1,59 aufgeht, haben wir selber schon gemerkt. Ist halt aus verschiedenen Quellen zusammengesucht, ist jetzt erstmal so, okay, also akzeptiert bitte einfach. Das sind quasi halt so kleine Kuben innerhalb dieser Kisten, die halt dann mit Objekten halt eben sozusagen bepflanzt oder halt so vollgesteckt werden können. Das können dann aber auch größere Objekte sein, die mehrere davon halt eben einfassen. Wenn die halt die Slots nur anreißen, sind die halt trotzdem voll. Mir ist gerade was aufgefallen. Die Dragonfly zum Beispiel hat in den Seiten Taschen oder Boxen für 0,25 Kubikmeter Ladung. Das oder einem, oder haben sie das nicht gesagt? Doch, ja, natürlich. Das ist halt ein Slot. Genau, ein Slot und halt eben hinten, wo noch jemand drauf sitzen kann, ist 0,5.
Genau, also zwei Slots oder ein Mensch. Genau, das war das. Dementsprechend kann ich vor den Dinger dann natürlich dann halt wahrscheinlich halt eine Waffe oder ein paar Magazine reinstopfen. Aber viel Platz ist da halt nicht, hat man damals schon gesagt. Bleibt auch dabei. Wir kommen dann weiter halt hin zum Laderaum. Und zwar, wo lässt man den Kram Laderaum denn, ja? Also ich meine natürlich jetzt Grabby Hands, alles schön und gut, kannst den ganzen Quatsch in die Ecke schmeißen. So ist es aber nicht gedacht, liebe Freunde. Sondern wir sehen jetzt ja schon auf den Bodenelementen in der Starfarer oder halt in der Freelancer, gibt es halt wirklich halt so ausgewiesene Platzierungen, wo halt eben die Container stehen sollen. Und diese Dinger haben halt eben auch noch einen weiteren Sinn, außer Ordnung zu schaffen, sondern das sind halt eben auch die Orte, wo die Kisten dann auch wirklich sicher stehen. Das bedeutet, sie sind dann da halt magnetisch oder durch Gravitationsfelder oder Stasisfelder tatsächlich dann halt so gelockt und rutschen halt nicht durch die Gegend. Ist auch ganz wichtig, weil sonst werden auch die ganzen Wege versperrt. Das heißt, nur diese Fläche, die mit solchen Feldern ausgestattet ist, ist die Fläche, die für Container reserviert ist oder für Kisten reserviert ist. Da ist es auch so, dass wir dann den Status sozusagen mal ablesen können. Wenn das Gold leuchtet, sind sie aktiv, diese Flächen. Wenn es rot leuchtet, sind sie inaktiv. Aber was ganz wichtig ist, wenn der Strom ausfällt, werden diese Stasisflächen weiter aktiv bleiben. Man braucht nur Strom, um den Zustand umzuschalten. So, nächster Punkt ist Schiffsfrachtinteraktion. Wenn ich das richtig sehe. Dafür bin ich nicht verantwortlich. Da ist es so, dass wir tatsächlich Schnittstellen haben, wo wir auslesen können, ob welchem Zustand die Fracht ist. Das heißt, wir müssen jetzt nicht, gerade bestes Beispiel ist eine Hull. Wir müssen nicht jetzt draußen rumkraxeln, die Container öffnen, sondern wir haben gewisse Schnittstellen oder, wie nennt sich das, Interfaces auf der Brücke oder hinter der Brücke, wie bei der Starfarer am Laderaum zum Beispiel, wo wir auslesen können, ist die Fracht intakt. Sind die Container voll? Läuft die Kühlung zum Beispiel im Container oder ist sie beschädigt, die Fracht? Oder aber auch, ist das Gewichtsverhältnis zum Beispiel an Bord des Schiffes ausgewogen oder hat das Schiff tatsächlich eine Schlagseite bzw. eine schlechte Ladungsverteilung? Also meinst du, wenn ich halt eben 50.000 Kubikmeter Blei halt auf meiner Idris nur in den rechten Laderaum stelle, dann wird es halt irgendwie unangenehm. Dann könnte es sich sehr, sehr unangenehm fliegen. Das Schiff könnte anfangen zu schlingern. Es könnte in der Beschleunigung halt sich dann das Heck, das vordere Teil des Schiffes überholen. Also es wird sehr komplex und tatsächlich ist es mit diesen Interfaces, worüber man die Ladung verwalten kann, gibt es schon so Mockups für, aber natürlich sind wir da noch jetzt wirklich eine ganze Masse entfernt, bevor wir das im Spiel sehen. Es ist auch so, dass das ganze Frachtsystem jetzt ein Designpost noch war. Wie es dann im Spiel natürlich umgesetzt wird, das werden wir erst Schritt für Schritt sehen. Dabei ist aber eins zu sagen, Frachtsystem oder das Frachtsystem, Frachtmechanik an sich, wird relativ schnell ins Spiel oder soll als erstes ins Spiel integriert werden. Das ist ein total integraler Bestandteil, weil es ist jetzt ja halt nicht nur zum Handeln gedacht und wo man früher halt ein Menü hatte, wo man sich dann halt einfach das Schiff bis unter die Decke halt eben mit irgendwelchen virtuellen Krempel vollstellt, sondern halt es ist ja wirklich, wie ich den ganzen Innenraum des Schiffes gestalte. Vom halt Bild hinstellen oder halt so irgendwie direkt in die Ecke schmeißen oder halt meine Katze irgendwo, meine Winkelkatze vorne aufs Cockpit stellen oder halt eben den großen Container halt in den Laderaum. Das ist ja prinzipiell alles dieselbe Systematik oder alles dieselbe Mechanik. Das ist das Spannende daran, dass man tatsächlich hier von der Topfpflanze quasi mit der Interaktion über Grabby Hands bis zum Frachtcontainer geht oder bis zur Palette, wo mehrere Container an der Hull hängen. Also wir haben hier eine große Bandbreite in der Spielmechanik und so komplex soll das umgesetzt werden, damit wir später halt groß auch ins Business, ins Transportbusiness einsteigen können oder aber auch nur unsere Kajüte quasi verschönern können. Ja, das wird halt eben von den Karrieren abhängen, weil zum Beispiel halt so ein Hardcore-Space-Trucker, der jetzt halt irgendwie mit einer durch die Gegend cruist, der wird jetzt natürlich nicht jeden Container einzeln halt so irgendwie vollpacken, sondern der wird halt Leute dafür haben, die ihm das Ding halt vollhauen. Das wird mit Drohnen beladen, die man wahrscheinlich auch beaufsichtigen muss. Ein Händler mit einer Merchantman zum Beispiel, der muss ja seinen Laderaum oder seinen Ausstellungsraum irgendwie ansprechend gestalten. Ja, das muss ein bisschen aufgeräumt sein. Da müssen natürlich auch der ganze Krempel, den er halt irgendwie feil bietet, muss halt irgendwie auch schön angerichtet sein. Und das kann ich halt eben dann alles wirklich individuell gestalten, wenn das jetzt halt eben alles wirklich so passiert, wonach es aussieht. Gut. Ich würde sagen, wir haben es, wir sind durch. Wir haben euch eingeführt in die Frachtmechanik. Sehr, sehr spannendes Thema. Wir freuen uns, dass ihr wieder zugeschaut habt. Haben jetzt auch ganz viele Spielmechaniken schon euch vorgestellt in den Showcases. Da werden auch noch mehr kommen. Und wir freuen uns sehr über eure Kommentare. Wir freuen uns, wenn ihr uns darauf hinweist, dass wir was vergessen haben. Auch das ist in Ordnung. Und natürlich freuen wir uns über Likes und Abos. Und wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, könnt ihr auch gerne bei Patreon vorbeischauen. Vielleicht interessiert euch das. Und sonst sind wir bestimmt bald wieder hier und machen weiter. Das ist die Idee. Und dementsprechend, liebe Freunde, sagen Hies und Dozer euch jetzt wie immer See you on the flight deck!